erstmal Bescheid. Okay. Dann mal zurück hier in den Hangar. Und wir haben hier noch Ashley und Rex. Shepard, was kann ich für Sie tun? Persönliche Frage. Erzählen Sie mir von sich, Rex. Da gibt es nichts zu erzählen. Gehen Sie zur Quarianerin, wenn Sie Geschichten wollen. Na gut, wenn er nicht will. Bis dann, Rex. Shepard. Oh, nachher können wir die einzelnen Leute ausrüsten, das ist ja auch cool. Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Ist es was Dienstliches, Chief? Nein, Sir. Nun, vielleicht. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Rücken Sie mit der Sprache raus, Chief. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten Ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit Sie Ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Ich werde Sie nicht die ganze Reise über in Stasis-Kammern sperren, Williams. Aber es wäre mir lieber, wenn Sie keinen Zugang zum Maschinenraum und zur Brücke hätten. Wir, die Menschen, meine ich, müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Wie kommen Sie von seinen Mann stehen zu unsere Verbündeten schlecht behandeln? Ich habe nicht gemeint, dass wir sie schlecht behandeln sollen, Commander. Ich denke nur, wir sollten darauf vorbereitet sein, ohne sie weiterzumachen. Die Ratsmitglieder mögen jetzt noch so nobel erscheinen, aber wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, werden sie uns verlassen. Der Rat hegt schon seit dem Erstkontaktkrieg einen Groll auf uns. Ich denke nicht, dass es ein Groll ist. Es ist eher... Sehen Sie. Wenn man gegen einen Bären kämpft und nur überleben kann, indem man seinen Hund auf ihn hetzt und wegläuft, dann tut man das. Auch wenn man seinen Hund noch so sehr liebt, ist er trotzdem kein Mensch. Oh, das will ich nicht es machen. Ist kein Rassismus. Nicht wirklich. Angehörige ihres eigenen Volkes werden ihnen immer wichtiger sein als die Menschen. Sie klingen wie eins der Flugblätter der Trockenlandpartei, Chief. Die Trockenlandpartei besteht doch nur aus Betrügern. Die Gründer hatten noch Ideale. Heutzutage spielen sie doch bloß die Xenophobie- und Bigotteriekarte aus. Ich hoffe, dass meine Gründe rationaler sind. Mein Vater, mein Großvater, meine Großmutter, sie haben alle ein Gewehr in die Hand genommen und den Diensteid geschworen. Wir neigen wohl dazu, die Interessen der Erde als unsere eigenen anzusehen. Okay, mir ist jetzt klar, worauf Ihre Sorgen beruhen. Aber dies ist eine multilaterale Mission, Williams. Sie müssen mit den Aliens zusammenarbeiten, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Das wird kein Problem darstellen, Commander. Wenn Sie sagen, spring, frage ich nur, wie hoch? Wenn Sie sagen, ich soll einen Turianer küssen, frage ich Sie, wohin? Ich bin froh, dass das kein Problem darstellen wird. Wollen Sie sonst noch etwas, Commander? Nee. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Sir. Kleine Rassistin. Naja. So, unter Kontrolle behalten. Und, was willst du? Commander, das war gute Arbeit. Was davon? Ich wusste, dass die Zusammenarbeit mit einem Spectre besser ist, als das Leben bei der Zitadellsicherheit. Ja, schön. Ich muss gehen. Commander. Marco inspizieren. Oh. Hey, Commander. Brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods. Keine Standard-Allianz-Ware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen. Und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Genau, zeig mir her. Sehr gern, Commander. Was hast du denn hier schöne Schwer Hydra 5? Ich kann doch nicht nur so leichten Scheiß tragen. Naja. Oh, Medigel Upgrade. Das kaufe ich dir sofort ab. Hallo. Annehmen. 25.000. Das ist mir zu teuer. Naja. Aber hier haben wir uns das Schiff mal angeschaut. Gut. Dann können wir jetzt unsere Mission weitermachen. Die dumm. Los, lauf schneller. Bisschen nervig, dass man die ganzen Türen selber aktivieren muss. Naja. Oh, warte, da war noch was. Hitzelastmonitor.
Erfahrung. Huch, da war noch ein Netzlastmonitor. Gutes Timing, Commander. Wir kriegen gerade eine Übertragung von der Zitadelle rein. Höchste Dringlichkeitsstufe. Ich nehme sie im Kommunikationsraum an. Na toll. Ihnen ist aufgefallen, dass wir keinen Bericht erstatten, wa? Commander Shepard, wir haben Informationen, die für die Mission gegen Saren von größter Bedeutung sein könnten. Vorher schienen Sie ja nicht unbedingt gewillt zu sein, mir zu helfen. Warum haben Sie Ihre Einstellung geändert? Der Rat hat sich Ihrer Meinung angeschlossen, dass Saren gefährlich ist. Darum haben wir Sie zum Spectre ernannt. Wir haben nur gezögert, die gesamte Macht der Zitadellflotte gegen ihn einzusetzen. Der gesamte Rat hofft darauf, dass Sie erfolgreich sein werden. Deswegen wollen wir Ihnen die neuesten Informationen mitteilen. Wir haben eine Notmeldung von einer unserer Infiltrationseinheiten in der Traverse bekommen. Und weiter? Zurzeit haben wir mehrere Infiltrationseinheiten an den Grenzbereichen des Citadel-Sektors eingesetzt. Diese erwähnte Einheit sollte Informationen über Saren liefern. Ich werde nicht gern im Unklaren gelassen. Es wäre Zeitverschwendung, Sie falsche Spuren durch die ganze Galaxie verfolgen zu lassen, Commander. Wir haben Sie kontaktiert, weil wir glauben, dass diese Informationen wichtig sind. Leider war die Übertragung nicht besonders deutlich. Das Infiltrationsteam muss in einer Situation gewesen sein, die es nicht erlaubt hat, ordnungsgemäße interstellare Kommunikationsmittel zu nutzen. Aber die Nachricht wurde auf einem Kanal gesendet, der für besonders wichtige Missionsinformationen reserviert war. Was immer Sie uns mitteilen wollten, es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Sie sind auf der Suche nach Saren. Vielleicht wollen Sie diese Sache näher untersuchen. Finden Sie heraus, was mit unserem Team geschehen ist. Das Signal kam vom Planeten Würmeier. Ich kümmere mich darum. Der Rat mischt sich im Allgemeinen nicht in die Aktivitäten des Spectres ein. Wir wollten Ihnen nur alle Optionen zukommen lassen. Dazu zählt auch Würmeier. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Sie wissen lassen, wenn wir Neuigkeiten haben. Na, immerhin. Endlich mal was halbwegs Nützliches vom Rat. Das ist doch mal was. Apropos halbwegs nützlich. Ach, hier sind wir schon. Einschüchtern können wir noch nicht weiter erhöhen. Okay. Ich würde sagen, hier, wir erhöhen unsere Pistole nochmal. Zack. Was bringt Sturmangriffstraining? Nahkampfschaden, Waffenschaden. Achso, ja, hier. Ganz leicht, aber immerhin, maximal. 10% wahrscheinlich, ist knapp, ne? Aber erstmal hier noch werfen. So. Oh. Das erhöht auch nochmal den Schaden. Naja. Schauen wir uns doch mal ein bisschen weiter die Galaxie an. Mit Theron sind wir durch, das heißt, ich kann so eine Liste wieder streichen. So. Oh je, hier ist ganz schön viel los. Komm, wir schauen uns mal den Asteroiden an. Also, ich fange mal hier drüben an. Utopia. Commander, wir empfangen eine wichtige Nachricht des Allianzkommandos. Ich stelle sie durch. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Ja, ja. Wir haben hier ein Problem und nur Sie können sich darum kümmern. Wieso rufen Sie immer mich, wenn es ein Problem gibt? Sie sind ein Spectre, Shepard. Und dies ist keine gewöhnliche Mission. Es gibt einen Allianz-Ausbildungsstützpunkt, an dem wir Waffen und Technologie in realen Situationen testen. Eines der VI-Module, mit denen wir feindliche Taktiken simulieren, reagiert nicht mehr auf unsere Abschaltbefehle. Es ist durchgedreht. Synthetische Intelligenz ist eine gefährliche Technologie, Admiral. Die Unterstützung durch virtuelle Intelligenz ist für unseren militärischen Erfolg unerlässlich. Sie bearbeiten tausende Statusberichte und können in Nanosekunden reagieren, schneller als jeder Mensch. Aber so fortschrittlich sie in militärischer Strategie auch sein mögen, so ist es immer noch eine VI. Sie hat kein Selbstbewusstsein und ist an kein Netzwerk angeschlossen. Und da kommen Sie ins Spiel. Sie müssen sich bis zum Kern der VI durchschlagen und sie manuell deaktivieren. Keine Sorge, Admiral. Ich werde das Ding ausschalten. Mir ist klar, dass Spectres dem Rat unterstehen. Aber Sie sind immer noch ein Mensch.
Sie gehören zum Allianzmilitär und jetzt brauchen wir sie. Die VI kontrolliert alle Waffen, Drohnen und automatischen Verteidigungssysteme der Anlage. Sie sind der Einzige, der das schaffen kann, Shepard. Viel Glück. Yay. War ja klar. Die haben es ja versaut. Arcadia ist nix. Eden Prime. Ach, kennen wir ja. Zion. Nicht so nirgends sowas. Zwei haben wir noch. Hier, den hier. Nirvana. Auch nix. Und Xanadu. Auch nix. Rollsystem. Hat sich gelohnt. Asteroid X57. Da ist der Asteroid, genau. Loki. Tür. Hier ist ja nirgendwo etwas. Naja, wenn man der Asteroid gleich, ne? Terra Nova. Oh. Asgard, aha. Ah, da können wir auf einmal landen, ne? Machen wir mal. Der hat ja schließlich nicht ohne Grund Eigennamen. Nehmen Sie mit und Sie ihn? Ja. Das klingt sinnvoll. Wieso der Antrieb? Status. Sensoren erfassen 3 Fusionsantriebe auf Asteroid X57. Bei seiner derzeitigen Beschleunigung wird der Asteroid in ungefähr 4 Stunden mit Terra Nova kollidieren. Analyse. Antriebe müssen deaktiviert werden, um die Beschleunigung zu droppen. Hallo, ich habe Ihre Nachricht mitgehört. Können Sie mich hören? Sie haben mich zwar noch nicht gefunden, aber ich kann trotzdem nicht lange reden. Bitte schalten Sie die Fusion. Werden wir alle sterben? Ich hoffe inständig, dass Sie mich hören können. 4 Stunden? Ja. Das schaffen wir. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Funkturm, 3 Antriebe. Gut. Wohin fahre ich denn jetzt? Da. Fahren wir zum ersten Antrieb, dann zum Funkturm. Dann zu den anderen Antrieben. Da ist wahrscheinlich ein Geschützturm, ne? Sie sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich... Musik! Dass die geht? Ah, bestimmt. Daneben. Weg. Ah. Und noch zu dir. Hey, komm wieder raus. Raus, du Feigling. So, Feierabend. Ins Gebäude und schalten den Antrieb aus. Speichern. Ja, ist das gut? Oh, der ist hinüber. Kann man hier welche öffnen? Nö. Was seid ihr denn? Batarianer. Kriegsbestien.
die Waren frei. Das Gift ist echt cool. Oh. Okay. Wie konnte das passieren? Wahrscheinlich ein Scharfschütze, oder? Nein, nicht Gebäude verlassen. Nein, nein. Können wir springen? Können wir das? Nö. Batterianer. Paddock, check, check. Ich muss jetzt ein bisschen besser aufpassen. Lass die Waren frei. Autsch. Ach, das sind die Hunde, okay. Die beißen einmal und ich bin tot. Ja, ist gut. So, einmal noch und ich pass besser auf. Schau, dass ich nicht mehr springen kann. Batterianer. Naja, hat man schon. So, jetzt stellt ihr euch mal in die Tür. Lass die Waren frei. Ach, Tali, nicht reinrennen. Was machst du denn? Naja. Autsch. Ah, der ist auch weg. Und das. Ciao. Ja, und der ist vergiftet. Okay. Ja, es waren bestimmt gerade die Hunde. Nicht aufgepasst und dann... Oh. Ja, der ist gleich hinüber. Spaß beim Sterben. Oh, wieso stimmt er nicht? Das ist doch vergiftet. Okay. Schnell speichern, bevor ich hier irgendwie drauf gehe. Kiste mit Granaten. Mhm. Ein Spind. Aha, aha, aha. Noch mehr Loot hier hinten? Nicht so aus, nein. Da ist die Türsteuerung. Hier geht's hoch, da hinten ist noch eine Tür. Und hier geht's auch hoch.